Willkommen zurück zu einer neuen Folge von StarCraft 2 Out of the Swarm. Dann geht's doch mal weiter. Gut, ihr werdet alle soweit fit. Carrion kann ja nichts Neues mehr machen. Begeben wir uns mal gleich in die letzte Mission. Allerdings werden wir noch eine Runde mit euch reden. In einer Stunde wird Arcturus Mengsk tot sein oder ich. Sollte ich noch am Leben sein, werde ich aufbrechen, um Armon zu suchen. Den gefallenen Xel'Naga. Ein Wesen von unbekannter Macht. Wir haben nicht die geringste Chance gegen ihn. Warum dann kämpfen? Weil die andere Option ist, sich hinzukauern und zu sterben. Nun, ich wollte nie an Altersschwäche sterben. Ein Kampf gegen einen Gott bis zum bitteren Ende klingt nach einem würdigen Tod. Ich bin auf deiner Seite. Was auch immer passiert, ich bin bereit, meine Königin. Selbst wenn wir scheitern und in dieser Schlacht unser Ende finden, so haben wir doch bereits das Unmögliche vollbracht. Wir haben Mengsk seiner Macht beraubt. Es liegt an den Terranern, diese Chance zu ergreifen. Das ist für die Zukunft des Schwarms nicht von Bedeutung. Das stimmt. Aber es sind noch immer Brutmütter mit ihren Leviathanen im Orbit. Der Schwarm wird fortbestehen. Komme, was wolle. Und er wird sich für immer verändert haben. Ich werde mich daran erinnern, was du mich gelehrt hast, meine Königin. Aber die Zeit für Worte ist vorüber. Lass uns töten! Du hast recht, Zagara. Und in dieser Schlacht könnte ich mir niemand anderes an meiner Seite vorstellen. Du hast mir gut gedient, Dehaka. Wenn ich dir folge, kann ich viel Essenz sammeln. Ich bin froh, das zu hören. Ich brauche dich noch in meinem Schwarm. Die Essenz fließt noch. Ich entwickle mich noch. Ich folge noch. Mehr gibt es nicht zu sagen. Nun ist es Zeit zu handeln. Ja, dann gucken wir, was es hier noch bei Mengs Palast gibt und dann werden wir die wahrscheinlich mal angreifen. Spürst du es, Mengsk? All deine Pläne, deine Lügen und Manipulationen brechen um dich herum zusammen. Bald schon wird dich all der Schmerz treffen, den du verursacht hast. Dann mal los. Die tyrannische Waffe wurde zerschmettert. Dein Schwarm ist bereit für den nächsten Schritt. Nur die Verteidigungsanlage des Palastes verbleibt. Der Nordostsektor ist geräumt. Im östlichen Korridor gibt es Verzögerungen. Es wird Zeit, Valerian. Die Evakuierung läuft noch. Ich kann es mir nicht leisten, länger zu warten. Versprechen Sie mir, zivile Gebiete zu umgehen. Das kann ich nicht. Arcturus würde das bemerken und gegen mich verwenden. Dann werden Millionen sterben. Nun gut. Geht mir aus dem Weg und ich tue, was ich kann. Kerrigan, die Würfel sind gefallen. Heute ist der letzte Tag, an dem dein Schwarm den Himmel eines Planeten verdunkeln wird. Korhal wird überdauern, genau wie ich. Ein tolles Zitat. Ich werde es auf deinem Grabstein verewigen. Isha, Zagara, Stukov, Dehaka, all meine Brutmütter. All meine Königinnen, hört mich an. Taktik spielt nun keine Rolle mehr. Jetzt machen wir sie fertig.
greift an und hört nicht auf, bevor sie alle tot sind. Dann, ja, greift doch mal an. Allerdings bauen wir erst noch ein paar Drohnen. So, das Palasttor soll nachher weg. Das kriegen wir auch hin. Du hättest nie nach Korhal zurückkehren sollen. Du bist von der Elite der Liga umstellt. Und doch werden sie nicht genug sein, dich zu retten. Hinter wie vielen Leichen wirst du dich verstecken? Ich habe genug von deinem Geschwätz. Männer, radiert sie aus. Naja. Obwohl, ne, ich glaube, ihr geht da rein. Das könnte zuerst fertig werden. Hey! Ich bin noch am Basen bauen. Wir passen uns an. Oh, da sind schon welche rein, sehe ich gerade. Deine Königin lauscht. So, dann baut ihr hier mal wieder ab. Ach so, so war das. So, und ihr könnt mal zum Bauen verwendet werden. Ne? Achso, 34 Mineralien gerade. Zack. So, sehr schön. Ich spüre. Nein, das kann nicht sein. Meine Königin, ein terranischer Kreuzer bewegt sich auf deine Position zu. Ich kenne dieses. Jim? Bringen wir es zu Ende. Ich hatte nicht geglaubt, dass du zurückkehren würdest. Was auch immer heute passiert, wir stecken da beide mit drin. Wir erledigen das zusammen. Jim, danke. Danke mir später. Jetzt ist Kämpfen angesagt. Okay, haben wir zwei Basen oder baust du? Ihr baut, glaube ich, selbstständig. Ja. Jim, solltest du nicht Zivilisten evakuieren? Valerian und Horner haben sich darum gekümmert. Ich hatte anderes zu tun. In Ordnung. Sichere die linke Flanke, während ich mich um Mengs kümmere. Ja, ja. So, genau. Baut ihr mal noch schön ab. Ach stimmt, es werden ja immer zwei Drohnen... Ich hab das ganz vergessen. Es werden ja immer zwei Drohnen erschaffen mittlerweile. Das hatte ich ja noch geskillt. Okay. Ich glaube, wir helfen mal gerade, oder? Oh, hier geht's ja einigermaßen hin. Okay, das Ding hält nicht mehr allzu lange aus. Wird lange Zeit für ein paar Schwarmwirte hier. Dafür brauchen wir was? Eine Verseuchergrube. Okay. Du könntest mal eine Verseuchergrube herstellen. Obwohl, nee, die ist, glaube ich, sogar schon dran, ja. Wie wär's mit dem Schößling?
Guck mal, das sieht auch schon besser aus. Dann, ja, Schwarmwerte. Macht ihr mal eure Angriffe hier. Ja, die kommen aber, glaube ich, erstmal mit zurecht. Habe ich den Eindruck. Können wir das Ding eigentlich auch heilen? Kerrigan, stell dich mal gerade daneben. So, jetzt gibt es aber hier erstmal Nachschub. So, ich setze das auch nochmal gerade um. Wie sieht es mit Overlords aus? Es geht im Moment noch, aber es kann ja eigentlich nicht schaden, mehr zu haben. So. Ja, das kriegt die brauchen halt einfach Space Marines bis. Oh. Und auch ein Tor. Macht euren Frieden. Nicht schlecht. Wie wär's denn doch bei der Ultralisten-Höhle? Kriegt ihr das hin da unten? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sollten da unten erstmal ein bisschen aufräumen. Wir kennen keine Grenzen. Was du? Kannst du sonst? Bin ich ungespammt? Wir passen uns an. Gewagt. So, ihr könnt mal dahin, euch da vergraben. Ich werde Vergeltung. Es ist Zeit. Deine Verteidigung lässt zu wünschen übrig, Arcturus. Dafür wirst du bezahlen. Wir können sie auch hintunneln. Zack. Deine Königin lauscht. Die Eroberung geht weiter. Dieser Planet gehört mir. Macht eure Frieden. So, zerlegt das vielleicht gerade mal. Naja, nicht wirklich. Die Eroberung geht weiter. Wir kennen keine Grenzen. Dieser Planet gehört mir. Der Schwarm erobert alles. Aber sowas von. Gewagt. Gut. Dann, ich hab denkt, die Ultralistenhöhle ist schon. Ah ne, es war eine Schabenhöhle, die ich da gebaut habe, ne? Wie es scheint. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. So. Noch ein bisschen Drohnen. Und, ich glaube noch ein paar Scheusale.
Erstmal und die zweite Runde machen wir dann mit den Ultras. Nur diese Ultras. Ich brauche Mineralien. Sehe ich gerade. Oh. Kriegt ihr das hin? Wir bereiten unseren Angriff auf die Liga vor. Sind bald bereit. Ich glaube, ich brauche tatsächlich ein paar mehr von denen. Ich werde Vergeltung üben. Wir passen uns an. Gewagt. Mutation abgeschlossen. Keine Gnade. Wir können ja ein bisschen helfen, ne? Macht euren Frieden. Die Eroberung geht weiter. Dieser Planet gehört mir. Wir kennen keinen. Himmelszaun, Schwadron. Zerstört die Hyperion. Eine ziemlich große Flotte ist auf dem Weg hierher. Ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Dieser Planet gehört mir. Ach, du heilst auch nett. Gewagt. Aber ja, vielleicht soll ich tatsächlich mal ein paar Lufteinheiten holen. Sprich. Da kommt auch die Flotte. Ich werde nicht zulassen, dass du der Menschheit ihre einzige Chance auf Erlösung nimmst. Ich spüre deine Angst. Wir verzichten. So, kriegen wir hin, ne? Dieser Planet gehört mir. Ihr habt da unten auch aufgeräumt, sehr gut. Der Schwarm erobert alles. Ah, wie süß. Tötet sie alle! Gewagt! Was du heute kannst, es ist Zeit. So, wie sieht es eigentlich mit dem Schößling aus? Mutier bitte. Unsere Streitkräfte brauchen alles Fingers. Ja, ja. Die Eroberung geht weiter. Macht euren Frieden. Dieser Planet gehört mir. Dein Schwarm greift drei verschanzte Stellungen der Terraner an. Wenn du diese Stellungen von hinten angreifen und vernichten kannst, werden wir uns dem Gemetzel anschließen. Okay. Dieser Planet gehört mir. Dann hätte ich gerne nochmal einen neuen Leviathan. Der Schwarm erobert alles. Heil dich nochmal. Macht eure Frieden. Na, hat doch ein bisschen was zerlegt hier. Aber gut, jetzt können wir ja. Tja, ich glaube, ihr kriegt das ja alleine hin. Deine Königin lauscht. Was du heute kannst besorgen. Deine Angst. Und über den Mutualisten ist halt, die halten nicht so wirklich viel aus. Ich bin hier. Zerglies. Unsere Streitkräfte. Komm du mal mit da runter. Da wirst du eher gebraucht. So,
Ich werde Vergeltung üben. Weil bis der Leviathan angekommen ist. Mal gucken, was er da mitbringt. So, jetzt sind alle wieder da. Alles klar. Dann zerleg das bitte mal. Ich bin. Meine Jungs machen sich bereit, die Liga anzugreifen. Wir machen uns bald auf den Weg. Dieser Planet gehört mir. Wie sieht es aus? Wie viele Ultras kann ich noch machen? Der Weg ist frei, Zagara. Bring deine Truppen in den Sektor. Mit Vergnügen, meine Königin. Gewagt. So. Ach, weißt du was? Dieser Planet. Mach du mal, mir. Oder beziehungsweise greif du mal an. Wir passen uns an. Alpha Squadron, zerstört dieses verdammte Schiff! Schwere Kreuzer nähern sich. Könnte deine Hilfe gebrauchen, Sarah. Ja. Die Eroberung geht weiter. Macht euren Frieden. Ach ne, wir müssen eh darüber. Und zerleg vielleicht unterwegs noch ein bisschen was. Wir kennen keine Grenzen. Ich soll vielleicht noch ein paar Hydralisken machen. Jawoll. Gewagt. Dieser Planet gehört mir. So, wo seid ihr jetzt? Oh, hi. Keine Gnade. Ich spüre deine Angst. Deine Königin lauscht. So, ihr geht hier schon drauf. Sehr gut. Oder dran. Wir passen uns an. Dann schauen wir mal. Aber ich würde schon fast sagen, wir machen hier mal. Oh, da jemand Russisch hingeschrieben. Der Schwarm erobert alles. Na gut, vielleicht für Mens. Ich würde sagen, wir machen hier nochmal einen Folgenstopp. Wird ja noch ein bisschen gehen. Und dann kommt ja auch noch der Abspann bei der letzten Folge dran. Von daher. Wir passen uns an. Was du heute kannst besorgen? Ist das, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Spürt den Zorn des Schwarms. Tötet sie alle. So. Wir passen uns an. Ich glaube, die Verseucher Ultralisten sind schon ziemlich cool. Dein Weg ist frei. Dann stammen. Lasst es uns zu Ende bringen. Dieser Planet gehört mir. Tötet sie alle! So, dann könnt ihr nämlich hier ein bisschen aufräumen. Gewagt. Und wir schauen mal in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Was du heute kannst besorgen?